Yeah! Muss ich unbedingt Longtones üben? Die nerven doch so. Yeah! Herzlich willkommen hier bei den Saxophon Praxistipps. Das sind so Fragen, die dann kommen. Ich habe also gerade erst das Video fertig gemacht zum Thema Longtones, ja. Und vielleicht hast du es gesehen, wenn nicht, guck es dir an, ja. Diese Longtones sind eine sehr gute Übung für deine Atmung, für deine Atemstütze, aber auch für deinen Ton, dass du also lernst, hier die Lippen auch nicht zu sehr anzuspannen und mit möglichst entspannten Lippen einen sauberen und schönen Ton zu spielen. Dafür sind die Longtones da. Und dann kommen natürlich schnell die Fragen, jo, das nervt, muss ich das unbedingt üben? Da würde ich einfach mal Folgendes sagen. Vielleicht versuchst du mal einfach mit einer anderen Einstellung die zu spielen, ja. Ich sag mal so, wenn du die spielst, so die ersten Note, du, da, oh, wann sind sie endlich fertig und guckst schon auf die Uhr und willst dann endlich irgendeinen Song spielen, das ist natürlich keine gute Einstellung dafür. Versuch einfach mal anders ranzugehen, zum Beispiel, du kommst von der Arbeit oder aus der Schule oder sonst irgendwoher, ja, und hast viel Hektik an dem Tag gehabt und jetzt packst du dein Saxophon aus, ja, am besten stellst du das Handy auch aus, damit ich keiner anrufen kann. Und dann fängst du mit diesen Longtones an. Di, do, da. Endlich zu Hause, endlich habe ich meine Ruhe. Keiner nervt, jetzt kann ich schön Saxophon spielen. Di, do, da. Die ganze Hektik ist weg, ja. Es nervt keiner, jetzt bin ich schön hier mit meinem Saxophon allein. Dwe, du, da. Jetzt mache ich schön meine Longtones und danach werde ich ein paar schöne Songs spielen. Dwe, du, da. Ja, und so weiter. Also wenn du mit der Einstellung spielst, praktisch die Longtones wie so eine Art, ich sag mal, meditative Einstiegsübung in deine Übezeit, dann ist es natürlich so eine ganz andere Herangehensweise und dann helfen dir die Longtones zum einen dazu, natürlich deinen Ansatz zu verbessern und deine Atmung zu verbessern, aber auf der anderen Seite, ja, mach dich das ruhig und dann kommst du endlich mal an und dann kannst du mal alles so abfallen lassen, was dich an den Tag genervt hat und kannst dich schön positiv einstellen auf dein Saxophon üben. Ja, yeah, und dann wünsche ich viel Spaß bei. Und dann lade ich dich natürlich noch ein hier zu den Saxmasters, meiner Online-Saxophon-Schule. Da gibt es Unterricht für Einsteiger, Unterricht für Fortgeschrittene. Wir haben einen Improvisationskurs. Und das Beste ist, wir haben einen kostenlosen Testmonat. Da kannst du einen Monat lang unverbindlich ausprobieren, ob dir der Unterricht mit mir Spaß macht. Und wenn dir der Unterricht Spaß macht, dann kannst du dich richtig anmelden. Dann wirst du ein Saxmaster-Schüler. Und da freue ich mich drauf. Bis dann. Ciao.